Baro Kitir ist wieder da. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist SolidChuck99 und ich zeige euch, was der Void Händler diesmal für die Konsolenspieler ein Angebot hat. Jo, dann würde ich mal sein Angebot mal angucken. Oh my, now here is someone with great taste. So, dann fangen wir mal an. Ornament Sima Luxum? Ja, das ist halt. Wie soll ich das am besten beschreiben? Eine Art Vasengefäß mit einem. Ach, wie nennt man nochmal diese spitzen Würfel da? Mit einem Ornament würde ich jetzt mal sagen, mal drinne. Ja, okay. Sieht nett aus. Dann Ornament Vest Luxum. Das ist, ja. Okay. Sieht auch sehr interessant aus, diese Art Spitz. Ja, diesen spitzen Gegenstand. Und das dreht sich sogar noch. Ja, warum nicht? Dann Kitty Soltai Sandana. Ah, das Kitty Soltai Sandana, was sehr schick aussieht. Das, und das ist das, für mich das bestaussehende Kitty Sandana halt. Allein auch schon wegen den ganzen Verzierungen und so. Gefällt mir. Und zu Vauba Prime von der Form her passt das noch am besten. So, dann Glyphe Covered Cookie. Hey, das ist eine Glyphe, die nach einem Covered Keks aussieht. Oder einem Cookie besser gesagt. Sehr schick. Dann Glyphe Cupro Cookie. Dasselbe wie beim Covered. Auch sehr, sehr schick aus. Halt diesen Cupro Glyph. Dann Display Argyle. Das ist ein Dekostück für, ja, Dekorativgegenstand für den Orbiter. So ein. Ja, das kann man zum Poster da aufhängen. Was auch sehr nett aussieht mit dieser Zackform und so. Dann Emblem Rudelführer. Hey, ist es ein Emblem? Sieht auch sehr nett aus, wenn man hier Lust hat auf Kupro-Führung oder halt die Kupro halt Zugehörigkeit gehört. Dasselbe nochmal Emblem Blenden, das ist für die Covered-Katze. Dasselbe nur halt mit einem Covered-Kopf drauf, anstatt mit Kupro-Kopf. Dann rechte Beinplatte Prisma Detalus, was ja sehr schick hier aussieht. Passt. Ja. Dann linke Schulterplatte Prisma Detalus, was auch sehr nett aussieht. Ja. Kann man mitnehmen. Dann dasselbe nochmal mit der rechten Schulterplatte. Auch schon, ja. Sieht schon ziemlich nett aus, allein auch diesen Effekt und so. Dann die Brustplatte Prisma Detalus. Eine schicke Brustplatte. Oh. Auch diesen Effekt mag ich so sehr, diesen Prisma-Effekt. Dann eine linke Beinplatte Prisma Detalus. Ja, dasselbe nochmal in der linken Form. Ja, kann man sich holen. Das Set. Dann Prime Druckpunkt plus 165% Nahkampfschaden. Sehr nützlich, diese Mod. Dann Prime Tierische Instinkte plus 55 Beuteradar und plus 33 Feindradar. Ultra nützlich für die Begleiter. Auch sehr nützlich, wie gesagt. Dann Prime aus nächster Nähe. Plus 165% Schaden für Schrotflinte. Auch super nützlich, diese Mod. Dann Prime Schnelle Hände plus 55% Nachladegeschwindigkeit für Gewehre. Ja, kann man mitnehmen. Dann Kupro Rüstung Ketir. Ach ja, die Kupro-Rüstung halt. Sieht sehr nett aus, außer diese Art Kopfformat, der wo halt wie so ein Ziegelstein oder so drauf sitzt. Das finde ich nicht so, ja, nicht so ganz toll gelöst. Aber sonst so von der Halskrause und vorne halt die Pfoten, ja, kann man machen. So, Covered-Rüstung-Kit hier. Ja, dasselbe nochmal als Covered-Format. Ich mag ja die, diesen ja, Körperschutz und vorne das. Vorne diese kleine Halskrause oder was das da ist, mag ich sehr, aber auch diesen Kopfbereich finde ich jetzt auch nicht so toll gelöst. Halt, ist okay. So, dann Prisma Grakata. Ah, die Maschinenpistole. Eine sehr solide Waffe, sehr auf Crit ausgelegt. Man kann die auch sogar auf Status auslegen, aber und hat 120 Schuss, was ich auch sehr gut finde an dieser Prisma Grakata. Die Prisma-Variante davon. So, ansonsten ist okay. Kann man mitnehmen.
So, dann Prisma Dual Cleaver. Ach, das sind die Beile. Die beides ausgewogen sind, Crit und Status gleich. Und ja, sind halt so nette Beile. Kann man mitnehmen, wenn man möchte. So, dann Tigreskin Alexis. Ah, das Bronze-Skin für die Tigris halt sieht sehr gut aus, allein mit den Verzierungen und so. Ich mag den Skin. Ja. Sieht toll aus. Kann man sich holen. Dann geht hier Rasa Sandana. Okay, das Rasa Sandana, boah, sieht auch ziemlich schick aus, wie ich finde. Ich muss mal schauen, bei welchem Frame der am optimalsten passt, aber sonst, ja, kann man sich auch holen. Dann Köder Gusta Trio, da kann man das Trio sich herbeirufen. Sanuka Köder, kann man sich halt den Sanuka Jäger sich holen. Und Stalker Köder, da kann man sich einen Stalker holen. Dann noch fünfmal korrumpierte Kanonier-Phantome. Es sind fertig gebaute Phantome, man braucht die nicht nachzubauen. Die kann man direkt so nutzen. Und zu guter Letzt Sande des Inarus Blaupause. So. Until next time. Dann würde ich mal sagen, war's das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.